Ein Dodu. Und damit willkommen zu Wie und warum zähme ich einen Dodu? Um einen Dodu besser verstehen zu können, solltest du dich auch wie ein Dodu verhalten. Denn nur damit baust du Vertrauen auf. Glaub mir. Jetzt, wo ihr auf einer Wellenlänge seid, kann das Zähmen beginnen. Durch gezielte Schläge auf die Schädeldecke. Das wirkt zwar im ersten Moment brutal, aber nur so hast du die Möglichkeit, seinen Mund mit deinen Beeren zu füllen. Hierfür eignen sich gerade am Anfang am besten Azulbeeren. Direkt aus der Tasche, zack, in den Mund. Aber liebevoll. Ein richtiger Name schafft Vertrauen. Natürlich kannst du auch eine Steinschleuder verwenden. Aber Vorsicht! Manchmal tut sie weh. Um den Schaden möglichst gering zu halten, verwende eine Keule. Die macht zwar ein bisschen behindert, aber der Dodu lebt noch. Natürlich solltest du so viele Dodos wie möglich zähmen. Und dir eine gesamte Armee aus gefiederten kleinen Begleitern anschaffen. Jeder Dodu braucht natürlich seinen eigenen Namen. Sei kreativ. Neben dem offensichtlichen Nutzen der Belustigung hat das Zähmen von Dodos noch andere Vorteile. Zum einen ist das Paaren sehr leicht. Verhalten, Paarung aktivieren, Ende. Schmeiße ein Pärchen zusammen und warte auf die Herzchen. Du siehst die Herzen, du hast alles richtig gemacht. Gebe deinen Dodos ein wenig Freiraum. Der Geschlechtsakt ist was sehr Intimes. Sie wollen ja nicht beobachtet werden. Es dauert nicht lang und das erste Ei ploppt auf die Welt. Die Dodu-Eier haben viele Ähnlichkeiten mit Hühnereiern. Warm gelingen sie am besten. Werfe sie ins Feuer und genieße sie. Bis der Dodu letztendlich schlüpft, kann ein bisschen Zeit vergehen. Ich habe mir vor Freude direkt in die Hosen geschissen. Auch hier ist für die Wertschätzung des einzelnen Dodus ein richtiger Name wichtig. Du kannst die süßen kleinen Kinder entweder zu Daddy schmeißen, um weitere Nachkommen zu zeugen, oder du stockst deine Reserven auf. Durch das Zerlegen von einem deiner kleinen süßen Babys erhältst du Leder und Fleisch. Super! Außerdem kann ein Dodu dein bester Freund werden. Der größte Vorteil deines Träumbegleiters ist das Opfern. Solltest du in Gefahr sein, kannst du deinen Dodu einfach wegwerfen und du bist sicher. Meistens. Fucking Dodo! Fun Fact! Der Dodu hat eine so kleine Hitbox, dass er immun gegen Saku-Angriffe ist. Ich als Experte wusste das natürlich. Hä? Voller Stolz gab ich meiner kleinen Taube ein namentliches Upgrade und war gespannt zu sehen, wie er sich in seinem nächsten Kampf schlagen würde. Täubchen! Nein! Nun bist auch du ein Experte und weißt, wie und warum du einen Dodo zähmen solltest. Für mehr Survival-Tipps schau dir doch mal die Playlist an. Oder lass direkt ein Abo da.